Hey Leute, willkommen bei Philipp Do-It-Yourself Mountainbike Werkstatt und ich zeige euch heute, wie ihr den Lockout-Hebel für eure versenkbare Sattelstütze repariert. Gut, was ist das Problem? Ich war kürzlich auf einer Tour unterwegs, wollte meine Sattelstütze runterstellen, drücke auf den Lockout-Hebel und der läuft komplett ins Leere. Auch wenn sich die Sattelstütze hier hinten kein Millimeter bewegt, keine Sorge, es ist jetzt wirklich kein schwerwiegendes Problem mit der Hydraulik oder so, sondern das Thema lässt sich ganz schnell beheben. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein 2,5 mm Innensechskantschlüssel. Um das Problem zu beheben, müssen wir erstmal den Lockout-Hebel vom Lenker lösen. Das geht ganz einfach. Hier einfach mit dem Innensechskant hier unten rein. Das ist eine Klemmschraube in der Regel und die vorsichtig rausschrauben. So. Und dann wichtig, die Schraube irgendwo hinlegen, wo ihr sie nicht verliert. So. In einem zweiten Schritt nehmen wir dann den ganzen Lockout-Hebel vom Lenker. Und da sieht man dann im Endeffekt auch schon Ursache und gleichzeitig Lösung des Problems, nämlich was ist passiert. Ihr seht, hier ist die Halterung von dem ganzen Lockout-Hebel und hier ist der Hebel und die wird durch diese kleine Innensechskantschraube normalerweise hier so rangezogen und zwar formschlüssig und die hat sich durch Vibration gelockert, also entweder durch irgendwelche Schotterpisten-Marathons oder es ging zu wild bergab und dadurch wird die Halterung hier nicht mehr sauber in den Lockout-Hebel reingezogen. Ich mache das nochmal auf, damit man den Formschluss richtig sieht. Hier sieht man das Ganze und hier ist sozusagen das Gegenstück dazu. So. Und dann schraubt man das hier einfach wieder rein. Das ist dann auch gleichzeitig die Lösung des Problems. Also vorsichtig, dass hier nichts kaputt geht. Sauber einpassen. Einfach ein bisschen gegendrücken. So handfest anziehen, nicht zu fest. Drehmomentvorgaben gibt es jetzt an der Stelle nicht. Und ihr seht, das sitzt wieder schön stabil. Und jetzt bauen wir das Ganze wieder dran und probieren, ob es funktioniert. Zusammenbau geht genauso einfach wie die Montage. Das heißt, einfach hier den Lockout-Hebel nehmen, die Halterung so am besten mit den Fingern vorsichtig zusammendrücken, die Schraube eindrehen. Aufpassen, dass die im Gewinde ist, wenn ihr die dann loslasst, dann einfach zusammenschrauben. So. So. Und auch hier wirklich nur leicht handfest andrehen. Ich meine, ihr könnt es jetzt auf Nummer sicher machen, wenn ihr daheim in der Werkstatt seid mit einem Drehmomentschlüssel. Also das würde ich eigentlich immer empfehlen. Aber auf dem Lockout-Hebel für die Sattelstütze, da wirken eigentlich nicht so große Kräfte. Deswegen mache ich das immer nicht so arg fest. Und jetzt kommt der Test, ob es wirklich funktioniert hat. Die Spannung steigt. Ich betätige hier mal den Hebel. Und fühlt sich schon ganz anders an als vorhin. Ihr seht auch, der Seilzug wandert. Und wenn ich dann hier auf die Sattelstütze drücke, seht ihr, die fährt wunderbar ein und auch wieder aus. Probleme gelöst. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat oder noch besser, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Servus.